So, willkommen hier bei einem neuen kleinen Let's Play mit mir, Jakob. Ich spiele mit euch zusammen Mini-Metro, was natürlich Blödsinn ist, denn ich spiele es selbstverständlich alleine und ihr macht höchstens über die Comments ein bisschen Backseat-Gaming. Mini-Metro ist ein Spiel, das im Jahr 2015 erschienen ist, was ja sich, glaube ich, eher so an die Casual-Gamerschaft richtet, also wie geschaffen für mich. Und es hat jetzt nicht eine sehr große Spieltiefe und entsprechend werde ich jetzt auch nicht ein endloses 200-Folgen-Let's Play hier draus machen. Aber ich dachte, da das Ganze eine sehr schöne, entspannte Sache ist hier, werde ich das euch einmal vorführen und steige auch direkt ein in das Spiel. Wer schon mal in Berlin oder Hamburg oder London oder sowas gewesen ist, kennt diese schönen bunten Streckennetze von den U-Bahn, S-Bahn, Bussen, keine Ahnung, die sich dann über die ganze Stadt als Plan dann erstrecken. Und ja, letzten Endes werden wir nämlich genau das hier in diesem Spiel auch machen, mit realen kleinen Zügen, die durch die Gegend fahren und uns Passagiere durch die Gegend transportieren. Wir starten hier einfach mal ein Spiel. Haben am Anfang drei Maps, glaube ich, zur Auswahl. Genau, London, Paris und New York. Nachher gibt es dann eben noch verschiedene andere Städte, die man hier zur Auswahl hätte. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach erstmal mit London an. Und ja, der Rest erklärt sich eigentlich dann auch im Spiel selber. Wir werden sofort nach London gebeamt und haben hier eine kleine Miniaturkarte der Stadt, wie es in solchen, Moment, ich schalte mal direkt auf Pause, wie es dann in solchen Spielen natürlich, Blödsinn, wie es auf solchen Plänen dann auch immer gerne der Fall ist, hat man hier eben auch so stilisiert dann einen Fluss durch die Gegend fließen, das ist in London natürlich die Themse, und man hat schon mal verschiedene Bahnhöfe hier eingezeichnet. Ne? Einer ist quadratisch, einer ist ein Dreieck, einer ist ein Kreis. Und an diesen Bahnhöfen werden gleich, jetzt lasse ich das mal gerade wieder losgehen, genau, hier poppen jetzt verschiedene Symbole als Passagiere auf, die halt gerne zum Beispiel von Kreis, ne, nach Dreieck fahren würden. Deswegen muss ich hier erstmal eine kleine Linie ziehen. Und diese Linie, da jetzt hier auch ein quadratischer Passagier dazu gekommen ist, die muss ich selbstverständlich auch erweitern bis zu diesem Quadrat hier. Jetzt ist dieser kleine Bahnhof hier ein bisschen außen vor, aber ich habe das gute Gefühl, ja, ich habe noch zwei weitere Linien zur Verfügung, was die ganze Geschichte dann hier schon ein bisschen bunter macht. Das heißt, ich kann jetzt diesen Bahnhof eben mit dieser kleinen roten Linie hier anfügen. Hier oben ist noch ein weiterer neuer Bahnhof angepoppt und auch den kann ich hier jetzt eben mal mit der roten Linie anbinden. Und wir sehen schon, okay, also auf dieser Linie fahren eben Passagiere, die entweder zu einem quadratischen oder zu einem dreieckigen oder einem kreisrunden Bahnhof wollen. Und hier haben wir eben nur dreieckige und kreisrunde bisher. Das heißt, wenn jetzt hier oben rechts ein Passagier gerne zu einem quadratischen Bahnhof fahren möchte, dann muss er hier einsteigen, hier umsteigen, warten, bis diese kleine Lok hier am kreisrunden Bahnhof, warum sage ich eigentlich kreisrund, also am runden Bahnhof angekommen ist, und da dann umsteigen und hier dann hinfahren. Selbstverständlich könnte ich jetzt aber auch die rote Linie hier an diesen quadratischen Bahnhof anfügen, aber für den Moment ist das, glaube ich, noch nicht nötig. Okay, wir sehen hier, jetzt ist ein runder Bahnhof dazwischen gekommen, dann kann ich die Linie, die ich schon mal gesetzt habe, auch nochmal umsetzen. Nun ist auch dieser Bahnhof am Netz. Ja, prinzipiell hätte ich jetzt sogar eben noch eine dritte Linie zur Verfügung, die dann eben auch dazu führen würde, dass sich dann vielleicht der Verkehr auf diesen beiden Loks hier ein bisschen entzerren würde. Ihr seht, in den Zügen haben maximal 6 Passagiere Platz.
Das bedeutet, ne, wenn die hier oben an den Bahnhöfen warten, dann kann das eben schon mal einen Moment länger dauern. Auch da häufen sich dann die Passagiere an, die dann gleich in den Zug steigen wollen. Und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Aber zu denen werden wir sicherlich gleich noch kommen. Denn ich muss sagen, auch wenn ich die Theorie dieses Spieles durchaus begriffen habe, Zeit für eine dritte Linie, würde ich sagen, ne? Auch wenn ich die Theorie dieses Spiels begriffen habe, in der Praxis bin ich noch kein großer Meister. Ich habe es vorhin einmal angetestet. Gut, ja, jetzt haben wir eine Woche überstanden und für diese Woche haben wir eine neue Lok erhalten. Das bedeutet, dass eben auf diesen Linien dann nicht nur eine Bahn fahren kann, sondern eben sogar zwei, ne, zum Beispiel auf den Linien, die besonders stark ausgelastet sind oder die ein bisschen länger sind. Und jetzt habe ich für Woche 2 auch noch die Auswahl, ob ich an diese Lok noch einen zusätzlichen Waggon mit 6 zusätzlichen Plätzen hängen möchte oder eine neue Bahnlinie, sprich, ne, hier dann eine vierte Farbe haben möchte. Ich würde sagen, für den Anfang erstmal einen neuen Waggon. Das habe ich hier alles, habe ich gerade ausgestellt. Ich mache mal aus hier. Hier habe ich eben ein kleines Inventar unten. Das sind die Linien, die ich benutzen kann. Hier die Loks, hier die Waggons und hier die Tunnel. Wie wir sehen, ne, der Fluss, der muss natürlich untertunnelt werden. Und das habe ich hier an 3 Stellen eben auch schon gemacht. Und damit habe ich alle Tunnels, die ich am Anfang zur Verfügung hatte, auch schon aufgebraucht. Und hoffe jetzt natürlich, dass nicht an irgendeiner komplett verrückten Stelle dann ein neuer Bahnhof entsteht. Aber gut, warten wir es mal eben ab. So, man sieht hier, läuft im Prinzip gerade so ein bisschen wie am Schnürchen. Das kann mir natürlich recht sein. Und ein neuer Bahnhof mit einer neuen Form. Ja, werde ich mal direkt mit der gelben Linie anbinden. Das bedeutet, dass ab jetzt dann eben auch an allen Bahnhöfen fünfeckige Passagiere einsteigen können. Es ist übrigens vollkommen egal, an welchem Bahnhof der einen Form dann eben ein Passagier aussteigt. Die wollen jetzt nicht zu einem spezifischen Bahnhof, sondern halt zu einer spezifischen Form von Bahnhof. Gut, wollen wir einfach mal... okay, ein dreieckiger Bahnhof. Das haben wir auf der blauen Linie hier oben schon mal, einen dreieckigen. Man muss eben auch gucken, dass die Passagiere nicht zu oft umsteigen müssen, weil das dann eben auch zu Stauungen führt. Oh, pass auf. Apropos Stauungen, ich habe ja hier gerade noch eine zusätzliche Lok. Die werde ich einfach mal auf der bisher längsten Linie einsetzen, mit den meisten Formen. Und einen zusätzlichen Waggon, den werde ich, glaube ich, gleich erst einbauen, wenn es nötig wird. Wir können hier zum Beispiel auch die blaue Linie einmal hier oben lang führen. Unter Umständen kommen ja hier im Zwischenfeld dann auch noch neue Bahnhöfe. Ja, oder hier unten, na toll. Mal direkt mit Rot angebunden. Jetzt haben wir hier auf der roten Linie nach wie vor nur kreisförmige und dreieckige Bahnhöfe. Was natürlich die Sache ein bisschen erschwert, wenn jetzt eben Passagiere zum Beispiel zu quadratischen oder fünfeckigen Bahnhöfen fahren wollen. Gut, hier unten ein neuer Bahnhof. So, jetzt schalte ich auf Pause. Das ist für mich jetzt erstmal der Moment, einmal darüber nachzudenken, wie ich überhaupt das Streckennetz weitergestalten möchte. Bisher ist halt alles ein bisschen so gewachsen und so aus der Not heraus. Frage ist bloß, ob ich mir dann jetzt nicht ein bisschen grundlegendere Gedanken der Streckenführung machen sollte. Aber ich würde sagen, für den Moment reicht dies hier jetzt erstmal aus. Die grundlegenden Gedanken verschiebe ich erstmal auf später und fahre fort. Ich mag das, wie hier die Musik einfach von den ein- und aussteigenden Passagieren und von den fahrenden Zügen herkommt. Das ist ein ganz erfreuliches Geplänkel. Trägt auch im Moment noch zu einer sehr entspannenden Atmosphäre bei. Ich kann euch versichern, dass es für mich sehr viel unentspannter wird, sobald hier noch mehr Bahnhöfe und mit noch mehr Passagieren dazukommen.
Gut, ich habe eine neue Lok erhalten und ich habe ja auch immer noch einen Waggon dabei. Und ich habe wieder die Wahl zwischen einer Bahnlinie und einem Waggon. Ich würde diesmal, glaube ich, zur Bahnlinie tendieren. Allerdings hätte ich auch ganz schrecklich gerne mal wieder einen Tunnel. Ich hoffe dann mal auf die nächste Woche. So, und jetzt, wo ich spätestens, wo ich jetzt eine vierte Bahnlinie dazu bekommen habe, hier die hellblaue, kann ich dann eben mir auch mal Gedanken darum machen, wie ich denn weiterhin meine Bahnhöfe organisieren möchte. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel... Nee, das kann ich nicht tun. Oh, hoppla. Jetzt habe ich den Bahnhof ausgesperrt. Ich könnte diese Linie verkürzen. Kann ich die, wie kann ich die denn canceln? Genau so. Wie ihr seht hier, ne, das habt ihr auch bei der Linie hier oben gerade gesehen, wenn ich eine Linie umsetze und gerade noch eine Lok da drauf unterwegs ist, dann macht das erstmal nichts. Ich könnte hier die gelbe Linie so umorganisieren, dass sie sich um die ganzen Passagiere hier unten kümmert. Die rote Linie kann erstmal so bleiben. Und mit der neuen Linie... Ah, kann ich das nicht machen. Okay, ja, das ist wieder meine Begrenzung an Tunnels. Ja, ich würde vorschlagen, erstmal habt ihr ja den Eindruck bekommen, wie das hier abgeht. Und ich werde mir mal gerade off-camera ein bisschen Gedanken darum machen, wie ich hier die Strecken anordnen werde. Und dann bin ich gleich wieder zurück. So, wie ihr seht, hat sich mein Streckennetz jetzt gerade ein bisschen verändert. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die gelbe Linie auf der Nordseite des Flusses bleibt, dass die rote Linie auf der Südseite des Flusses bleibt und dass ich eben jetzt noch einen Tunnel weiter zur Verfügung habe, wenn es dann nötig wird. Die gelbe zusätzliche Lok ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr nötig, die ich hier jetzt habe. Moment, ich warte mal ab, bis sie ein bisschen, genau, besser zugänglich ist. Naja, egal. Neuer Bahnhof hier oben und ich habe jetzt gerade gesehen, genau, die roten Züge sind relativ ausgelastet, weil sie auch viele Bahnhöfe anfahren und hier die hellblaue Linie ist auch einigermaßen ausgelastet. Das bedeutet, dass ich schätzungsweise eine Lok, und das kann man einfach auch so ziehen, dann eben von der gelben Linie auf die rote abkommandiere. Und ich habe ja noch einen zusätzlichen Waggon und den werde ich dann an die hellblaue Lok hier, ich hole den mal etwas hervor. Ups. Ja gut, vielleicht kann ich das jetzt auch direkt anhängen hier. Ja, genau. Werde ich den Waggon an die hellblaue Lok hier noch hängen. Das heißt, auf der roten Linie sind jetzt eben zwei Loks unterwegs für jeweils sechs Passagiere. Und auf der hellblauen Linie ist eine Lok mit zwei Waggons, also noch mit einem zusätzlichen Waggon. Und guck mal, genau das passiert nämlich, wenn man für andere Leute spielt, dann übersieht man, dass da ja eigentlich noch ein neuer Bahnhof aufgepoppt ist. Gut, ja, es sind doch einige Passagiere hier dann in der blauen Lok unterwegs und vor allem viele quadratische. Es könnte langsam an der Zeit werden, dass wir noch eine zusätzliche Lok dann hier bräuchten. An eine zusätzliche Linie würde ich jetzt erstmal noch nicht denken. Und ein neuer Bahnhof, der mir mal wieder nicht so richtig in den Kram passt. Ich schalte jetzt jedes Mal einfach stumpf auf Pause, wenn erstmal ein neuer Bahnhof kommt. Ich habe hier zwei dreieckige hintereinander. Ich frage mich gerade, ob das wirklich nötig ist. Oder ob ich den hier aussperren soll, dafür, dass dann die dunkelblaue Linie hier über den Kreis noch fährt. Andererseits ist die dunkelblaue Linie so schon extrem lang geworden. Das heißt, ich werde, glaube ich, für den Moment erstmal die gelbe Linie verlängern, auch wenn dann hier zwei kreisförmige Bahnhöfe aneinander grenzen.
kann jetzt auch erstmal die gelbe Linie hier noch verlängern. Bevor hier irgendeine Frage aufkommt, also ein finanzielles Budget gibt es hier gar nicht in dem Spiel. Es gibt eben ein materielles Budget. Ich muss immer gucken, ne, habe ich genug Loks, habe ich genug Tunnel. Apropos, jetzt muss ich schätzungsweise einen Tunnel bauen. Und werde diesen neuen Bahnhof... Nee, komm, das ist keine so gute Idee, so viele kreisförmige hintereinander zu haben. Habe ich hier dann aber erst recht. Ah. Das ist der Moment, den ich meinte, dass es für mich jetzt dann eben etwas hektischer wird. Auch wenn es für euch wahrscheinlich noch einigermaßen relaxed aussieht. Neue Lok für Woche 4. Und ich bekomme einen Umsteigebahnhof, den kenne ich noch gar nicht. Erhöhe die Kapazität und Umsteigegeschwindigkeit einer Station. Ach so, dann können da mehr Passagiere gleichzeitig warten und sie steigen schneller um, das finde ich erstaunlich. Gut, wahrscheinlich ist es dann so wie in Tokio, dass da dann ein paar Leute stehen und die Menschen in die Züge reinstopfen. Ich werde mir den Umsteigebahnhof mal gönnen und ansonsten erstmal auf Pause machen, beziehungsweise diesen Spielstand gleich verlassen. Da das jetzt für meine Begriffe die erste Folge gewesen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich gleich dran denken werde, wenn ich das Spiel wieder aufnehme, diesen neuen Bahnhof hier noch mit einzubeziehen in mein Streckennetz. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Mini-Metro. Danke fürs Zugucken.